Tor. Gut, dann geht's auch jetzt weiter in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Epithesiedler 3. Dieses Mal nur noch dabei der Hirtenknogger. So, was ist denn jetzt unser Plan eigentlich? Ja, ich schau mal kurz bei dir, was ich hatte. Auf jeden Fall die Goldmine noch fertig bauen, weil das Gold schon. Weil es echt wenig Gold nur auf dieser Map. Ich weiß nicht. Ja, ja, deswegen hatte ich die erste schon früher angefangen. Ich mach's mit dem Schiff, das Gold. Ja, jetzt wo ich die Platzprobleme da vorne sehe, wünsche ich mir das auch. Ich hätte mir das anders überlegt, aber jetzt ist es zu spät. Immer noch kein Esel, sag mal. Ich reiß das jetzt ab. Muss jetzt der Stein hier rumliegen und benutzt werden. Dankeschön. Kann ich das Ding nämlich nochmal umsetzen? Machen wir das jetzt hier hin. So. Scheißegal. Muss vielleicht da noch irgendwie eine Ecke rauskratzen. Und hier. Oh, ich hab noch ein bisschen was. Die Eisenmine da läuft. So. Jetzt haben wir auch wieder Stein. Meine Damen und Herren. So. Temporäres Stein. Also, ich mache hier ganz viel über Fischen, du siehst. Ich habe ganz viele Fischer gemacht, weil mit Getreide, ich kriege die Farm hier gar nicht hin. Weißt du? Ja, das kann ich durchaus verstehen. Also, und es gibt ja auch überall Fisch, ja. Ne? Also. Ist ja nicht so, dass das Mangelware wäre. Ich brauche auch noch mal ein paar Fischerhütten. Ich krieg auch nirgends um immer hin, ich muss jetzt meinen Wald wegreißen. Uiuiui. Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen das Problem, dass ich halt irgendwie so, eigentlich hätte ich noch einen weiteren Wald, aber wo soll ich den Platz dafür bitte hernehmen? So, brauchen wir mal wieder ein großes Wohnhaus. Yay, Stufe 1. Hey, da kommt noch was. Jetzt kommt doch alles auf einmal, ne? Mhm. Sehe ich auch so. So. Wait. Damit. Schade. Naja, immerhin. Panik. 90 PT oder 75, ne? 75. 75, ja. Da, scheiße, jetzt habe ich die ganze Zeit aufgerissen. Jetzt habe ich die Grenze von dem, wo mein Goldlager stehen sollte, aufgerissen. Kannst eben ein paar Pios östlich von meinen kleinen Tempeln schicken oder die. Würde ich gerne. Ich habe so derben Siedlermangel. Ich habe gerade, muss gerade was auf Priorität bauen, damit ich. Ja, muss jetzt nicht direkt. Wir sind ja gerade hier am. Ich würde es halt gerne, aber ich habe natürlich keinen einzigen hier frei, leider. Ja. So, noch ein bisschen, haben wir noch, liegt noch Eisen rum? Es liegt noch Eisen rum, okay. Und manch Eisenerz, so, das.
So, gucken wir mal, wie das läuft. Nicht mehr so viele Hämmer. Noch mal ein paar. Spitzhacken, was? Ist doch stimmt. Ich hab so derben Supermangel. Axt und Spitzhacke. Oh, ups. So. Ich könnte sogar L3 rauslassen, aber ich hab so. Das geht nicht. Wir haben LG-Regeln, ne? Das sind keine Schiffe erlaubt. Nee. Also jedenfalls keine Kriegsschiffe oder so. Für kriegslichen Gebrauch. Ich hab die Waffen gar nicht angepasst. Ups, dann machen wir das ganz aus. Pudon lässt schon L3 raus. Ich würd's gerne. Ich überlege gerade, ein Haus aus Getreidefeld zu bauen. Interessant. Ja, da wurde einer meiner Leute umgebracht, sag mal, PT ist noch nicht vorbei. Also das sieht jetzt aber hier... Nein. Okay, ich kann rauslassen. Schon mal ein paar raus. Ich werde auch schon mal ein paar rauslassen. Ich brauche nur noch eine Aufwertung, bis ich Bogenschützen auf T3 habe. Gut. Ich mache auch mal vorne noch einen Aussichtsturm hin. Auf einer Mitte sehen wir irgendwie aktuell noch gar nichts. Ihr habt auch nirgendwo bei euch eine ganze Aussichtszone gebaut. Ne, hab ich nicht. Hat immer noch Spitzhacken? Ganz oft? Ganz oft? War nochmal zwei Sicherheit. Wie sieht's aus? Kannst du jetzt irgendwie was rüber schicken? Ja. Ist immer noch Latte in der Mangel? Jetzt gerade kommen welche raus. Ich habe jetzt 10 freie gleich. Ja, aber so viel brauchst du glaube ich nicht. Irgendwie 2-3 reichen. So. So, wo genau? Ach, da.
Und Don meint, er kann die Regeln beugen, die man sagt, ja, ich kann aus meinem Land hier schießen. Dann kann ich das auch. Der kann den auch von meinem Land angreifen. So ist es nicht. Mein lieber Freund, wenn du hier meinst, du kannst die Regeln brechen mit, oh, ich kann ja von meinem Land nur hier angreifen, der steht, obwohl der in einem gegnerischen Land steht, dann kann ich das auch. Da stehen auch wieder welche, also. Keine Ahnung, was der Junge da vorhat. Wieso fehlt immer noch eine Axt? Ich habe doch mal zwischendurch eine Axt in Auftrag gegeben. Sag mal, was ist mit der passiert? Hä? Hab ich irgendwas anderes in Auftrag gegeben? Nicht sicher. So, weiter. Tio, deine Leute sind angekommen. Sehr gut. Jo, das ist so geplant. Ich würde sagen, du lässt jetzt auch raus, ne? Sonst stehen sie in 3 Minuten sonst im Land. Tja, ich gebe mal Möglichstes. Ist zu. Oder nee, das ist offen. Der gibt da kommt zu mir. Ach, das ist Darkness. Will er mich schon ärgern. So, das haben wir. Nein, das haben wir eigentlich nicht. Ach, ich muss jetzt hier alles rauslassen, was ich an Bögen habe. Auch wenn die Aufwertung noch nicht so weit ist. Ist halt blöd, aber das mit dem Reis dauert halt ewig, wenn das noch oben ist. Naja. So. Kohle fehlt tatsächlich. Dem können wir abhelfen. Spitzhacken einer, okay. Dann sollte ich nur 2 brauchen. Jo, ich glaube, du kannst beim Einnehmen aufhören. Jo, auf jeden Fall. Sonst wieder zurücknehmen, damit obwohl, ich brauche das Gold im Moment nicht. Okay. Von daher, wir werden sowieso wahrscheinlich in mein Land reinrennen gleich, also Don zumindest. Von daher. Die haben halt nicht viel KK, ne? Du kannst hier, kriegst hier kaum Gold raus, das Ding. Deswegen warten auch gleich alle wahrscheinlich, gehe ich von aus. Ja, wer sich zuerst rührt halt, ne?
Ich werde das Gold auch immer noch nicht wieder zurück einnehmen. Ich brauche hier noch Waffen schmieden. Wohin denn? So, hier können wir noch eine Waffenschmiede hinsetzen. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie was an Material übrig habe. Nee. Wieso, wie viele Waffenschmieden hast du denn? Ich hab 11. Platz ist halt das Problem. 11. Ja. Ich kann eigentlich hier hinten noch welche hinbauen. Das Material hier brauche ich ja nicht so. Da liegt noch was rum, von daher machen wir hier nochmal 2. Es kommt zu mir und wird einiges. Oh, da hat vielleicht ein bisschen mehr Kakao bei Ägypter. Mhm. Puh, da kommt schon einiges auf mich. Das hat aber viel Weide. Oh. Butterbrot, die haben so viel alle. Gut, da. Was habe ich hier? Nahkämpfer. Na, ich weiß es nicht. Hat sich ein bisschen verirrt. Ah, die haben jetzt auch meinen Turm. Weiß nicht, haben die den Nacken vorbei? Ein paar, okay. Jetzt abreisen und woanders rumbauen? Ja, ich baue gerade einen auf Prio. Puh, ist fertig. Boah, war das eng.
Aus so einem Kampf hatte ich lange nicht mehr hier. Also ich habe auch noch eine Betonung geworden. Kann ich eigentlich nicht. Zurück, 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 zurück. So. Könnte ich anfangen, die ersten Wohnung abzureißen. Alter Platz. Mir ist ein bisschen. So, hier wird manövriert. Du greifst mich zumindest erstmal nicht an. Ich bin doch keine Soldaten mehr aus. Wobei ich nicht wundern, ob ich keine Soldaten mehr kriege. Ist mein Priester hier noch? Hat man irgendwie einen Priester? Wahrscheinlich. Ist der Priester nicht mehr da? Wollen wir mal einen da hinstellen? Der ist hier. Achso. Okay. Das sieht auch. Ich glaube, wir sollten nicht zu weit ins Feindesland gehen, oder? Wir haben auch nicht genug KK dafür, denke ich. Ich könnte sogar angreifen, wenn ich auch noch dein Gold nehme. Mit meinem habe ich schon 89. Ja, dann mach das, dann mach das. Mach das. Okay.
Ich habe 21 Fischer. Nicht schlecht.